Dirty Minutes Left. Dirty Minutes Left. Dirty Minutes Left. Herzlich willkommen zu Folge 256 von Dirty Minutes Left, lieber Arne. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Red Bull, aber nicht irgendwas, sondern The Coconut Edition. Genau, mit Coconut Berry Geschmack. Ich wusste gar nicht, was eine Coconut Berry ist. Das sind zwei Dinge. Nein, es ist eine Coconut Berry. Es schmeckte geil. Ich finde es richtig lecker, das Zeug. Ja. Hat 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein oder 114 Milligramm pro 12 Flüssigunzen. Das sind so die typischen deutschen Einheiten. Wo kommt das Zeug her? USA. Habe ich das gefunden. Sehr cool. Gefällt mir gut. Das sieht man unter anderem daran, dass oben in der auf dem Deckel diese 5 Cent Pfand in einigen Bundesstaaten eingraviert ist. Ah, tatsächlich. Das sieht man bei den USA-Dosen, gibt es das häufiger. Ja. So wie Kalifornien und sowas. Also einige Länder da, einige Bundesstaaten, da gibt es Fanta drauf. Ja, es hat hat einen interessanten Geschmack, ne? Das ist so eine rote Beere, würde ich sagen, und halt Kokosnuss. Genau. So, keine Ahnung. Himbeere, Kokosnuss. Irgendwie so. Ziemlich geil. Ja. Ich finde es ja auch immer lustig, dass die ganzen europäischen Firmen auch im Ausland andere Produkte haben als in Europa. Also man kennt das ja, dass irgendwie Mars und Oreo, also oder M&M's und Oreo und sowas, dass die halt in den USA deutlich mehr Produktvielfalt haben als in Europa. Das, zum Beispiel, ich kaufe immer ganz gerne diese Erdbeer-Peanut M&M's, die sind ganz geil, oder die scharfen Skittles, aber das sind halt auch Produkte, die halt aus den USA kommen, und dass die dort halt eine größere Vielfalt haben, ist ja verständlich, aber das sind jetzt so Produkte, die eigentlich aus Europa, also aus Österreich kommen, wie Red Bull, dass die in den USA eine größere Vielfalt haben oder eine andere Vielfalt, finde ich immer sehr seltsam. Ja, finde ich auch. Aber so ist das halt manchmal. Ja, dieses Coconut Berry, das schmeckt auch so ein bisschen nach Urlaub und nach Sonne, ne? Ja, total geil. Mhm. Passt zu dem Wetter draußen. Ja, heute war es ja auch extrem sonnig. Ich war schön Radfahren, ein bisschen Rennradfahren am Deich. Ich müsste auch mal wieder laufen gehen, glaube ich. Ja, ich war jetzt tatsächlich gerade laufen. Das war ziemlich geil. Ich hatte gestern einen Arbeitskollegen zu Besuch und der hatte die Idee, dass wir einfach zusammen laufen gehen. Und ich bin eigentlich weder so ein Typ für Laufen gehen. Dieses Jahr bin ich noch nie gelaufen. Und zum anderen auch nicht für zusammen laufen gehen. Aber es war witzig. Vor allen Dingen, weil wenn man zusammenläuft, man natürlich sich unterhält. Das mache ich alleine nicht. Mhm. Und dann ist das Laufverhalten halt ein anderes, weil ich natürlich so genug Puste haben will, um mich noch unterhalten zu können. Ja. Und das hat mir, glaube ich, ganz gut getan. Und es hat Spaß gemacht. Also ich war nicht so lang, irgendwie 4 Kilometer oder so. Aber immerhin. Aber es war ein ganz guter Einstieg wieder. Also ich habe Lust, dabei zu bleiben. Gerade bei so einem Wetter, das motiviert mich sehr. Ja, heute war ja auch Halbmarathon in Wilhelmsburg und in Berlin. Mhm. Und ich habe die ganzen Bilder gesehen von meinen St. Pauli-Kollegen, die dort laufen waren, und von anderen Bekannten. Das hat mich wieder so ein bisschen gereizt, da doch nochmal wieder, vielleicht nochmal so ein Event zu laufen und vielleicht noch meine Laufschuhe mit auf meine Reise zu nehmen. Mal gucken. Ja. Aber ich habe heute, wie gesagt, ich war Rennradfahren, und dann habe ich so ein bisschen den Tag leider in der Bude verbracht. Ich habe mir neulich nämlich einen neuen Server geklickt. Hattest du erzählt, ja. Was fängst du damit an? Also erstmal Webhosting natürlich, was man halt eine WordPress-Installation dort hosten, was eigentlich total lächerlich ist, dass ich mir dafür so einen virtuellen Server geklickt habe. Aber vielleicht auch noch so ein bisschen Backend für meine Apps. Also ich hatte auch schon mal überlegt, eine App, wo ich einen Server halt als Backend bräuchte, zu programmieren. Und ich hatte halt nie einen Server, mit dem ich das hätte machen können, ne? Und jetzt habe ich wenigstens einen, dann kann ich das jedenfalls wenigstens mal ausprobieren, solche Sachen. Dafür ist das, glaube ich, ganz hilfreich. Auch wenn es nur halt so ein virtueller Private Server, also kein richtiger Hardware-Server, ne? Weil das lohnt sich halt einfach nicht. Und so ein
so ein Virtual Private Server, der kostet irgendwie 3 Euro im Monat. Das ist halt auch nicht teurer als mein Webspace, den ich sonst mal gekauft habe. Ja. Kann halt aber mehr, sondern kannst du dir halt auch mal irgendwie was rauf installieren, was du halt nutzen willst. Also ich möchte mir noch ein VPN installieren, so dass ich, wenn ich halt im Ausland bin, mich darauf verbinden kann und dann eine deutsche IP-Adresse habe und sowas. Solche Sachen halt installieren. Mhm. Also aber dann mehr so für mich natürlich. Klar. Und meinen Upload-Filter will ich darauf installieren, dass ich die ganzen Serien und Musikstücke umsonst bekomme von den Medienfirmen. Ja, diese Upload-Filter-Geschichte. Das Fass will ich jetzt lieber nicht aufmachen hier. Nee. Auf jeden Fall habe ich so ein bisschen rumprobiert damit. Ich habe mir Let's Encrypt, also HTTPS quasi installiert dort, also ein eigenes Zertifikat geholt. Und das war echt super einfach, das über die Konsole. Ich habe halt das so abgetippt, was bei Let's Encrypt auf der Webseite stand. Und das hat wunderbar geklappt. Ja. Was ihm noch nicht so gut geklappt hat, ist, ich habe halt mehrere Domains und ich habe halt nur einen Server und ich möchte gerne diese mehreren Domains auf diesem einen Server haben, ohne dass die Leute sehen können, dass das, also auf den ersten Blick sehen können, dass das alles vor einem Server ist. Ne? Das soll also keine dumme Weiterleitung sein, sondern wenn du irgendwie auf holgerkrupp.de gehst, soll halt holgerkrupp.de oben stehen und soll was anderes geladen werden, als wenn du auf hier ist auch nett gehst. Ja. Ne? Und da muss ich irgendwie was in die Host-Datei reinschreiben, aber das klappt noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Da muss ich noch so ein bisschen rum experimentieren, glaube ich. Das Gute ist, dass der Server, ja, er ist öffentlich im Netz verfügbar, ne? Mhm. Aber die Seiten, die da drauf gehostet werden, die sind halt noch nicht wirklich bekannt, ne? Also du kannst auf hier ist auch .net gehen, aber da kommt halt nichts. Da kommt eine so eine blanko leere Parkseite für mich erstmal. Ja. Wenn man auf hier ist auch .net /WordPress geht, dann kommt man tatsächlich auf die WordPress-Installation, die dahinter liegt. Und da bin ich gerade so ein bisschen dabei, das aufzubauen. Also ist halt auch noch lange nicht so weit, dass ich das veröffentlichen möchte, aber also als Sneak Peek für die Leute, die hier zuhören, könnt das ja gerne eintippen. Internal Server Error. Oh, das ist auch gut. Ja. Hast du auch richtig geschrieben? Hier ist auch .net /WordPress. Okay. Ja. Nee, bei mir kommt da was. Bei mir kommt da die WordPress-Installation. Vielleicht muss ich nochmal HTTPS. Ah, tatsächlich. Ja, okay. Ah, nur mit HTTP geht's nicht? Ja, du brauchst eine Weiterleitung oder so. Ah, okay. Ja, guck mal, das ist, also eigentlich sollte der alles weiterleiten, aber macht er offensichtlich nicht. Ja, da muss ich mal gucken, was ich da noch machen kann. Ja. Vielleicht haben wir ja irgendwelche Hörer, die sich auskennen und die mir da mal weiterhelfen können. Da wären wir sehr verbunden. Ja, aber ich versuche das schon selber hinzukriegen. Das ist ja auch jetzt keine Rocket Science, ne? Man muss halt nur, ich muss halt die Zeit haben, mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und so. Ja. Wenn du auf so Reisen bist, dann willst du ja auch fotografieren und deswegen habe ich keine Überleitung parat. Ich wollte über mein Telefon reden. Mhm. Mein Telefon ist ein iPhone 7 Plus, was ich gekauft habe vor ein bisschen Jahren, glaube ich. Weil da die damals beste Kamera drin war, die man in so einem Telefon kriegen konnte, weil die 2 Linsen hatte und so ein bisschen Zoom und auch dieses Portrait-Feature. Und das hat es natürlich auch immer noch. Und deswegen ist das Telefon halt die beste Kamera, die ich habe. Es ist aber auch gleichzeitig die schlechteste Kamera, die ich habe, weil das eben in meinem Telefon ist. Und das Telefon einfach super umständlich ist als Kamera und ich lieber ein dediziertes Gerät dafür hätte. Oder irgendein Telefon, was kleiner und praktischer ist. Und deswegen kommt es mir ganz gelegen, dass es jetzt Gerüchte gibt, dass das iPhone SE, also die aktuelle 4-Zoll-Version des iPhone, die inzwischen auch schon 3 Jahre alt ist, aber immer noch verkauft wird, dass die einen Nachfolger bekommen soll, nämlich das iPhone XE. Okay. Finde ich ganz clever, dass sie es nicht das iPhone SE X genannt haben. Aber es bleibt ihnen ja selber überlassen, wie sie es dann letztlich nennen, wenn es denn überhaupt kommt. Mhm. Was angeblich auch diese Frontkamera haben soll mit dem Gesichtserkennungskram und ein Bildschirm, der bis zum Rand geht und irgendwie $600 kosten. Und
letztlich ist es mir egal. Ich hätte gerne ein Telefon in der Größe mit aktueller Hardware drin und würde wahrscheinlich ziemlich bald mein iPhone 7 Plus dafür auch aufgeben, weil ich einfach mit der Größe von diesem Gerät nicht zurechtkomme und lieber ein kleineres Telefon hätte. Ja, so ein 10e, das würde mir auch gefallen, glaube ich, ich habe gerade hab's mal gegoogelt. Da sieht man natürlich also Bilder, es gibt ja kein Foto davon, jedenfalls nicht öffentlich. Ach stimmt, das könnte ja auch 10e heißen, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja, das X heißt ja immer. Ja, natürlich, logisch. Bei Apple. Ja. Ich hätte da auch nichts gegen so ein Gerät, glaube ich. Ich habe ja das 10R, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, aber es ist halt auch schon ein großes Gerät und ich habe noch so ein 5C hier und so von der Größe her ist das eigentlich geiler. Das ist irgendwie geiler. Und vor allen Dingen, es hat halt nicht so einen riesen Bildschirm und braucht dem auch nicht so viel Strom. Und ja, also ich hätte gerne ein kleineres Telefon mit aktuellerer Hardware als meins. Und das iPhone, wie heißt das aktuelle Flaggschiff, XS, 10S oder das iPhone 10 alleine, die sind mir einfach auch viel zu teuer für ein Telefon. Das würde ich nicht machen. Ja. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ach so, ja, ich wechsle immer den Screen hin und her, dann kannst du mich nicht sehen, dann geht die Kamera automatisch aus. Das ist so seltsam. Ja, nee, so ein 10e könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber weiß man da genaues, wann was da gerüchtet also, wird? Die Gerüchte sagen, es kommt halt irgendwann im September oder so. Also eher nicht jetzt gleich, sondern, also das, weil das SE, das kam ja irgendwann im Frühjahr, sehr überraschend, irgendwie ein halbes Jahr nach dem 6S, genau, glaube ich. 6S, ja. Und von daher hatte ich halt auch gehofft, dass es jetzt irgendwann kommen würde, aber es, keine Ahnung. Es könnte ja sein, dass Apple jetzt, im letzten Jahr haben sie ja das 10S, 10S Max und das 10R vorgestellt, als neue Geräte. Und es kann ja sein, dass die für das 10R keinen Nachfolger machen und dass sie stattdessen das 10E als neues Budget-Phone rausbringen. Sehr was gut. Dann ja deutlich, nochmal deutlich mehr Budget wäre als das 10R. Ja. Weil halt auch kleiner. Aber halt auch eine andere Zielgruppe anspricht und wahrscheinlich sogar besser, weil hätten sie das jetzt letztes Jahr rausgebracht, ne, hätten sie also statt dem 10R ein 10e rausgebaut, hätte ich mir wahrscheinlich das 10s gekauft. Also ich hätte wahrscheinlich nach oben abgegradet. Du hättest nochmal, wenn sie was vorgestellt hatten, statt also ein 10r ein? Ein 10e? Dann hättest du wahrscheinlich, dann hätte ich wahrscheinlich das größere genommen? Das teurere genommen, ja. Wahrscheinlich schon. Obwohl, wenn sie gleiche Hardware drin gehabt hätte, dann vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Mir würde es völlig reichen, wenn das 10e eine Kamera drin hat, die mindestens so gut ist wie die von meinem 7 Plus. Ja. Und einfach sonst irgendwie aktuelle Hardware. Und das wird mir schon völlig reichen. Und wie wäre es, wenn du dir einfach eine Kamera holst? Ja, das ist natürlich die Alternativüberlegung, die ich jetzt gerade gemacht habe. Du hast mich ja neulich besucht. Wir sprachen da in der letzten Folge schon drüber. Und hattest ein DJI Osmo Pocket dabei. Mhm. Als du sagtest, ich habe jetzt so ein Gimbal und vielleicht habe ich den sogar dabei und dann wühltest du in deinem Rucksack und dann hast du da so ein taschenmessergroßes Gerät rausgeholt, was dieser Gimbal ist. Und es ist ein absolut faszinierendes Gerät und ich komme seitdem gedanklich da nicht mehr von weg und überlege mir nun auch eins zu besorgen. Willst du vielleicht kurz erklären, was das Viech macht und was es ist? Ja, das ist ein Gimbal bezeichnet eigentlich so eine, ich weiß gar nicht, wie man es richtig nennt, so eine Stabilisierungsvorrichtung für eine Kamera. Genau. Das kennt man, wo man dann irgendwie sein Handy reinsteckt oder seine GoPro oder seine die Profis dann auch ihre Spiegelreflexkameras oder irgendwelche Filmkameras, so dass man so leichtes Zittern, wenn du halt das Ding normal in der Hand hältst, die Kamera, dass das halt ausgeglichen wird und dadurch hast du ein stabileres Video, eine stabilere Videoaufnahme halt mit oder eine ruhigere Videoaufnahme. Und das ist das Ding. Es ist motorgetrieben, also es hat Sensoren drin, das halt so die Bewegung merken und die gleicht das ganze Ding durch Sensoren wieder aus. Und ich hatte halt vorher so ein DJI Osmo Mobile 2 mir gekauft. Mhm. Das war so ein Gimbal für ein Handy. Der war auch echt gut.
hat mir auch auf meiner Kolumbien-Reise, habe ich den auch häufig benutzt, um so Timelapses zu machen. Das erzähle ich gleich noch, was man machen kann. Der war mir halt aber zu groß. Und deswegen habe ich den verkauft und habe mir jetzt dieses... Da ist schon das Gerät größer, oder? Da ist schon das Gerät, ist viel, viel, viel größer. Und da musst du halt immer noch das Handy reinstecken. Mhm. Das Handy ist natürlich heutzutage eine sehr gute oder hat eine sehr gute Kamera mit hoher Auflösung und hoher Bildwiederholrate, also irgendwie 120p oder sowas. Das hat dieser Osmo Mobile jetzt nicht. Der hat bei 4K Videoaufnahme hat der 60 Frames, aber das reicht halt auch. Mhm. Wofür ich das halt im Urlaub ganz gerne benutzt habe, ist, um so einen Motion Timelapse zu machen. Das heißt, ich habe der Kamera gesagt, okay, beweg dich hier bitte von guck nach oben links bis guck nach unten rechts, fahr diese Strecke lang, brauch dafür bitte 5 Minuten und mach alle 5 Sekunden ein Foto. Okay, ja. Sowas in der Art, ne? Und dann kann man das halt als Video zusammenschneiden oder da fällt halt hinterher ein Video raus, wo das dann halt so in einem Wetter geht, wo dann die Wolken so vorbeirasen und sowas. Mhm. Und das ist ganz cool, finde ich, um so ein bisschen B-Roll zu haben, wenn man Videos macht. Ja, finde ich auch. Und dafür habe ich das halt viel benutzt. Aber dafür war es mir halt eigentlich auch zu viel, diesen großen Gimbal mitzuschleppen. Und das ist jetzt dieser kleine Osmo Pocket, ist halt in der Hosentasche. Den kannst du halt in der Hosentasche packen, ne? Und kannst ein Handy ranstellen. Also der hat einen kleinen Bildschirm auch. Wo man halt das Live-Bild drauf sehen kann. Also du kannst ihn da wirklich so als einzelnes Gerät benutzen, aber du kannst halt auch mit so einem Adapter kannst das Telefon daran stecken, um dann das Telefon als Bildschirm benutzen. Ja. Und das ist dann halt auch ganz praktisch, wenn man halt die Ruhe und die Zeit hat, so ein bisschen mehr Zeit da reinzustecken und dann halt ein Telefon noch rauszuholen und reinzustecken. Was mich da dran reizt, ist halt zum einen die Möglichkeit, damit gute Videos zu machen. Und die eben auch stabilisieren zu lassen. Und zum anderen, dass es eben ein separates Gerät ist. Also so ein DJI Mobile 2 hatte ich mir auch schon angeguckt, als er irgendwie neu auf den Markt kam vor ein paar Jahren. Mhm. Aber das ist halt wieder genau das gleiche Problem, dass ich eben mein Handy dafür brauche und dass das Handy einfach nach 1,5 Stunden fotografieren dann leer ist. Und ja. Sogar dieses angeblich groß Akku betriebene iPhone 7 Plus, was ich habe, das ist mir halt zu schnell leer, wenn ich damit Fotos mache. Das heißt, immer wenn ich damit irgendwie im Urlaub unterwegs bin, dann habe ich auf jeden Fall mindestens einen Akku dabei und in jeder Sekunde, wo ich das nicht zum Fotografieren benutze, steckt es halt am Akku. So. Und das nervt mich ohne Ende. Und deswegen hätte ich halt lieber eine separate Kamera. Und die meisten Kameras, die es so gibt, die will ich halt auch nicht haben, weil die einfach nicht gut genug sind für das, was ich will. Und dieser Osmo Pocket, der hat halt aber andere Features dafür. Ne, da kann ich halt immer noch irgendwie mein Telefon als Kamera benutzen, aber dafür kann ich dann eben auch so Timelapses machen und das Ding irgendwie auf den Schrank stellen und mich zu Hause irgendwie filmen und verfolgen lassen, während ich irgendwie einen Burger brate oder während ich was über Videospiele erzähle. So, ja, genau. Das Ding hat auch Gesichtsverfolgung. Also du kannst es tatsächlich irgendwo hinstellen, kannst dann mit dem irgendwie so vloggen und kannst mit dem Gerät reden und wenn du dich halt bewegst, bewegt sich dieser Gimbal mit, der verfolgt halt das Gesicht und das ist ganz cool. Ja, ich habe es halt also als Nebenbeikamera, ne? Es ist nicht meine Hauptkamera, es wird auch für den Urlaub nicht meine Hauptkamera sein. Aber es ist schon eine coole Kamera. Hast du gesehen, dass es dafür ein Tiefseegehäuse gibt? Angekündigt ist eins auf jeden Fall, ja. Ach, es gibt's auch noch nicht, okay. Nee, die ganzen Zubehörsachen, die gibt's alle nicht wirklich. Also man sieht das immer bei YouTube, dass irgendwelche YouTuber die haben, aber irgendwie kaufen kannst du die halt nirgendwo. Okay. Ich habe auch so ein Zubehörpack bestellt, das dauert noch irgendwie 6 Wochen, bis das geliefert wird, glaube ich. Hoffentlich kommt das vor deinem Urlaub. Ja, hoffe ich auch. Ja, also irgendwie eine Halterung brauche ich auf jeden Fall. Es gibt so Drittherstellerhalterungen, die kann man noch kaufen. Das mache ich sonst zur Not. So, dass man wenigstens irgendwie das Ding auf ein Stativ schrauben kann. Das geht so auch nicht, nee, klar. Nee, hat halt kein Stativgewinde, ne? Man kann es auf die Kante stellen, aber wenn man irgendwie an einer windigen Ecke ist, dann könnte es auch hinknallen und das ist dann ein bisschen ja. Doof. Ja. Ja. Du kannst es ja an dein iPhone schnallen, dein iPhone irgendwo reinklemmen. Genau, das geht natürlich auch, dass man sich so ein iPhone-Halterung holt.
Aber dann bin ich das iPhone wieder los. ja, das ist natürlich schwierig. Ja. Also ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich das nun haben will oder ob ich einfach darauf warte, was passiert, weil ich bin ja die letzten 2 Jahre auch irgendwie damit klargekommen. Nur nervt es mich halt in jedem Urlaub wieder, dass ich irgendwie mein Telefon zum Fotografieren benutzen muss. Ja. Und mein nächster Urlaub steht im Mai an. So eine Deutschland-Autotour will ich machen. Mhm. Und auch da wäre das natürlich extrem nett, einfach eine separate Kamera zu haben. Ja, also im Mai. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel im April nochmal einen Ausflug machen würden zusammen, dann könnte ich das ja mitnehmen und dann könnten wir das ja mal ein bisschen ausprobieren für dich. Das ist ein guter Plan. Lass uns mal einen Ausflug machen. Ja, dann machen wir mal einen Ausflug. Keine Ahnung, irgendwohin, wo es interessant ist, so Freizeitpark oder irgendwie was Cooles. Ja, zum Beispiel. Da kann man bestimmt auch so Achterbahnfahrt mit filmen. Ja. Oh, ja, hoffentlich fällt es einem da nicht aus der Hand. Aber es ist immerhin stabilisiert, während es fällt. Können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Ja, coole, ja. Coole Idee. Und dann schmeißen wir das Ganze, laden das Ganze in unsere Fotos-App rein, das in vom iPhone. Mhm. Und dann wird das auch schön auf die iCloud synchronisiert und dann hat man das auch überall. Wie macht man das denn? Also wie kriegt man denn die Daten da am sinnvollsten runter? Ich weiß, du wolltest gerade überleiten, aber ich bin tatsächlich neugierig. Es gibt auch einen Funkadapter, den gibt's wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Den gibt es auch noch nicht, nee. Das Ganze landet halt auf einer Micro-SD-Karte und die kannst du halt dann auf dem Computer überspielen oder wahrscheinlich auch über die App aufs Telefon übertragen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich mache es halt immer. Ich nehme die Micro-SD-Karte raus und stecke die in den Computer rein. Okay, kannst du die, wenn du dein iPhone da anschließt, kriegst du die Daten darüber? Da würde ich von ausgehen, aber ich... Ich kann es gleich mal ausprobieren und dir davon berichten. Ja, sehr gern. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dann, wenn man dies dann alles am Telefon hat und dann in der iCloud Photo Library hat, dann wird das Ganze ja auf die ganzen Apple-Geräte, die man so hat, synchronisiert. Aha. Außer in Final Cut Pro 10. Hä, wieso das denn nicht? Ja, ich hatte schon mal einen Bug reported bei Apple, dass das iPhone immer meine Hintergrundbilder ändert, das iPhone, der das der Mac, iCloud, ja. Der Mac immer meine Hintergrundbilder ändert, weil die in der Cloud liegen und dann wegoptimiert werden. Genau, weil die wegoptimiert werden und der Mac die ja nicht mehr findet. Und das gleiche passiert auch mit Final Cut. Final Cut findet keine Dokumente, die nicht lokal auf dem Gerät sind. Das ist aber all. Das ist richtig old, ja. Habe ich heute mal einen Bug dazu aufgemacht. Okay. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der Apple Bug Reporter, dass man da gar keine Möglichkeit hat, für Final Cut oder für die andere Pro-Software, die Apple so verkauft, Bugs aufzumachen. Die muss man unter Other aufmachen. Ist vielleicht dann doch keine Pro-Software. Nee, du kannst halt nur für irgendwie iOS und solchen Scheiß kannst du halt irgendwie Bugs aufmachen, aber nicht für die Pro-Software. Ich wollte ja auch immer noch mal in den Apple Store gehen und fragen, welche von Apples Pro-Software ich auf dem iPad Pro spielen kann. Also ob ich da Final Cut Pro starten kann oder ob ich da Xcode starten kann oder ob ich da Logic starten. Das weiß ich natürlich, dass das alles nicht geht, ne? Aber so, ich finde es immer sehr lustig, was Apple meint, was Pro ist und was sie dann in ihrer anderen Abteilung meinen, was da Pro ist und dass das nicht so wirklich zusammenpasst. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich Pro bin. Also Final Cut Pro benutze ich nur, weil ich es günstig bekommen habe. Und weil es kein Final Cut Consumer gibt. Genau, also iMovie hat mir nicht mehr ausgereicht und dann war halt Final Cut Pro das nächste. Ja, ich habe gerade ausprobiert, man kann über die App, kann man die Daten übertragen. Ja, das ist praktisch. Man hat ja so einen kleinen Adapter an dem Osmo Pocket, den man da ranschieben kann und dann hat man dort einen Lightning-Anschluss und damit schließt man das ganze Ding an seinem Telefon an und über diese Verbindung werden dann auch die Bilder übertragen auf das Telefon oder die Videos auch. Das ist ja echt praktisch, kannst du mit den beiden Geräten, deinem Telefon und dem Pocket-Ding, kannst du in den Urlaub fahren und hast du dann deine ganzen Fotos alle auf deinem Telefon hinter abends. Kannst du das dann sehen oder was? Genau. Ja, ist cool. Ja, würde ausreichen. Vielleicht hätte ich das machen sollen, so ein bisschen Minimalismus und nicht so, wie ich das mache mit so viel Kameras. Ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz. Gerade für die Mars-Finsternis oder was du dir angucken willst da. Ja. Ist, glaube ich, nicht schlecht, da einfach alle Kameras, die du hast, drauf zu richten. Ja, jedenfalls alle guten. Ja.
Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall ist das ein Bug, den ich jetzt berichtet habe bei Apple. Und da werden wir mal sehen, was dabei herauskommt. Ja, was dabei herauskommt, ist auch ganz lustig. Mein Bruder hat zu Weihnachten meiner Mutter ein Spiel geschenkt. Das ist nicht überraschend, oder? Das, ja, aber was dabei herauskommt bei diesem Spiel, ist überraschend. Das ist nämlich ein Krimi-Dinner. Culinario Mortale heißt das. Kann man sich bei Amazon klicken. Gibt es verschiedene Varianten von. Und als Spiel, es ist halt so eine, also eigentlich gibt es nur eine Anleitung, ne? Oder mehrere Anleitungen. Es gibt so ein Setting. Also das wird ein Krimi-Dinner, kennt man vielleicht, dass man in ein Restaurant geht und da passiert, dann wird einfach was vorgespielt von Schauspielern und man muss herausfinden, was passiert ist. So ähnlich ist das auch, nur dass man nicht in ein Restaurant geht, sondern zu Hause bleibt und selber kochen muss. Und dass die Gäste die Schauspieler sind. Also jeder von den Gästen, die dort teilnehmen an diesem Abend, kriegen einen Charakterbogen zugeschickt, so ein bisschen so, also wie bei so einem Rollenspiel, ne? Mhm. Also Stärke 5, Charisma 3, Intelligenz 7. also so ist es nicht, aber es steht so als Spielregeln, steht da drin, Spielablauf, dann die Vorgeschichte, für die, also es gibt verschiedene Spiele, aber für diese jetzt so eine Vorgeschichte, dann die Rolle, die man selber hat, also jeder Charakterbogen ist individuell, wird der verschickt, da wird halt die Rolle dran geschrieben, dann wird ein Bereich den anderen Rollen gewidmet, damit man die Leute, die man ja kennt, theoretisch, damit man weiß, wer die sind, ne? Also die anderen Rollen. Ja, mit Person XY bist du in eine Klasse gegangen und hast sie dir, was weiß ich, genau, Platz immer die Fresse poliert. Genau, so eine Kurzgeschichte. Und dann sind da drin versiegelte Teile, die sind halt zusammen, da ist halt so eine Perforation, die halt noch geschlossen ist. Mhm. Die muss man halt erst an dem Spieleabend öffnen, ne? Also dann heißt es, okay, jetzt setzt euch mal alle hin und dann öffnet mal hier Teil 1, lest euch das durch und dann viel Spaß damit. Ja. Und ich glaube, das wird ganz lustig. Und man soll natürlich auch in seiner Rolle kommen oder muss sie halt verkleiden, ne? Wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, du bist der dicke Koch, ne? Da musst du halt irgendwie dir ein Kissen unter den Bauch stecken und eine Kochmesse dazu noch einkaufen, damit er so ein bisschen aussieht wie ein Koch. Ja. Ich glaube, das wird ganz lustig. Ich glaube auch, das ist eine ziemlich witzige Sache. Also so, im Grunde ist es Rollenspiel, ne? Es gibt ja Rollenspiel so und so. Es gibt halt so vorbereitete Abenteuer, die dann halt einen Abend lang sind und im Grunde genauso funktionieren, dass es halt irgendeinen Fall zu lösen gibt, irgendein Abenteuer zu bestehen, wie auch immer. Und sowas ist das ja quasi. Ist halt genau. Kriminalgeschichte. Ja, genau. So ein Columbo zum selber machen. Genau. Wenn das einer von unseren Hörern schon mal gespielt hat, dann sagt mal bitte Bescheid. Aber spoilt nicht, bitte. Nee. Ich weiß gar nicht. Hier ist, ich bin zu einem Dinnerspiel in das alpine Restaurant Menninger eingeladen. Mhm. Also, ja. Was verkleidest du dich dann? Als der Charakter, der da vorne drauf ist. Ah, das heißt, du brauchst Piercings, geil. Das musst du jetzt nicht verraten. Aber ich habe schon einen Termin beim Piercing-Studio nächste Woche, diese Woche. Ja, sehr gut, sehr gut. Meine Mutter hört doch hier zu. Die weiß das doch dann. Aber die weiß doch auch, wer du bist, wenn du da ankommst. der hat Piercings, das ist bestimmt Pierced Brosnan. Genau. Ja. Also ich meine, sie hat doch auch in ihrem Personenbogen, hat sie doch auch stehen, hey, mit Pierced Brosnan bin ich hier irgendwie... Ja, aber sie weiß ja nicht, dass ich der Pierced Brosnan bin. Naja, aber wenn du dann mit Piercings ankommst, weil du ja verkleidet bist, dann weißt du das doch. Ja. Außerdem ist ja der erste Satz, den du sagst, hey, ich bin Pierce Brosnan. Ja, genau. Also ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis. Wir haben ja nicht verraten, ob du nun der Mörder bist oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob du es selber weißt. Also vielleicht steht es ja auch erst in dem Bogen, den ihr dann als erstes gemeinsam aufmachen müsst. Ja. Übrigens, der Mörder ist der links von dir. Ja. Also, ich bin sehr gespannt auf deine Berichte. Nee, angeblich weiß nur der Mörder, dass er der Mörder ist. Niemand anders weiß es, aber ja. Ja. Das werde ich nach dem Abend berichten. Das ist jetzt diese Woche. Gut. Ich habe auch was gespielt, das ist ein bisschen harmloser, nämlich ein Sportspiel. Und dieses Sportspiel habe ich mir deswegen gekauft, zum einen, weil es gerade billig war. Und zum anderen, weil es einen tatsächlichen Sportteil beinhaltet, nämlich Mario Tennis Aces.
Das ist vor ungefähr einem Jahr ist es erschienen. Ich hatte damals eine Vorschau geschrieben für das NMAC und dann leider kein Testmuster gekriegt. Und dann war ich ein bisschen frustriert und habe es mir einfach aus Frust nicht gekauft. Und jetzt gab es das aber gerade günstig, nämlich für 29 Euro. Mhm. Und da dachte ich, ja gut, dann schlägst du halt mal zu. Und was mich schon zum Vorschauschreiben bewegt hatte, war die Fähigkeit dieses Spiels, dass es einen Realmodus gibt. Das heißt, du spielst Tennis so, wie man in Wirklichkeit Tennis spielt, nämlich mit dem Joy-Con in der Hand und das schwingend vor dem Fernseher stehen. Also wenn ich Tennis gespielt habe, hatte ich immer einen Joy-Con in der Hand. Ich auch. Auch immer vom Fernseher. Ja. Nämlich bei Wii Sports. Und das fand ich halt damals sehr geil, als es rauskam. Und hatte mir so ein bisschen von diesem Spiel auch versprochen, dass es einen ähnlichen Flair hat. Und es funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ich habe das Tennisspielen, das macht tatsächlich Spaß. Und es ist ähnlich witzig wie auch bei Wii Sports das Tennisspielen. Gegen andere Leute und miteinander und so. Du kannst nämlich auch einfach doppelt spielen gegen zwei Computergegner. Und das funktioniert ziemlich gut. Also da bin ich echt überzeugt. Der ganze Story-Modus, der da auch noch dran ist, der ist okay so, da kennst du halt das Tennisspiel, wie du es eben auf so einer Konsole erwarten würdest, mit Knöpfen und Sondermoves und hier machst du einen Topspin und da machst du einen Lob und so, drückst du halt verschiedene Tasten. Mhm. Das kannst du natürlich bei dem Realmodus auch machen, dafür musst du dich dann aber entsprechend bewegen, damit es funktioniert. Das habe ich noch nicht so ganz raus, weil der nicht ganz erkennt, wann ich was mache, aber so nach vier Matches bin ich da auch schon erheblich besser geworden, als ich es zu Anfang war. Also ich glaube, die Lernkurve ist da ziemlich steil. Ich habe es halt noch nicht so viel gespielt, aber ich finde es ziemlich gut. Und das ist halt wie so jedes Bewegungsspiel. Wenn du halt dich bewegst, dann bewegst du dich. Und da bin ich gerade froh drüber, weil ich einfach sonst ziemlich faul bin. Also abgesehen von dem Laufen jetzt, aber können die ganzen Figuren, also wenn du jetzt irgendwie Bowser oder Mario spielst, können die alle irgendwie so Supermoves? Die können alle Supermoves, genau. Und die können auch alle verschiedene Sachen. Und also ist es so ein bisschen tatsächlich wie Mario Striker, nur halt für Tennis? So ungefähr. Nur, also das ist halt im Realmodus ist es egal, weil da bist du halt einfach du so und du siehst halt aus wie Mario oder wie Rosalina oder Peach oder wer. Und da gibt's halt, soweit ich das jetzt gefunden habe, keine Spezialmoves, weil du die natürlich auch in Real nicht machen kannst, weil Mario zum Beispiel in seinem Spezialmove, der springt irgendwie auf in die Luft gezauberten Glaswänden nach oben mit so einem Wandsprung und dann schlägt er von oben diesen Ball in Zeitlupe auf seinen Gegner. Das ist ein bisschen schwierig nachzumachen im Realmodus. Mhm. Könnte auf die Couch springen und dann von dort aus ja, über den Glastisch am Kronleuchter vorbeischwingend. Ja, könnte ich machen, aber da hätte ich ein bisschen Angst, im Kamin zu landen. So, ja. Deswegen lieber nicht, sondern einfach ein bisschen normal Tennis spielen. Und es funktioniert aber ganz gut. Und wie gesagt, es gibt halt auch so einen Story-Modus, der angeblich sehr kurz sein soll. Ich bin noch nicht so wahnsinnig weit dran. Und das Spiel hat auf jeden Fall ziemlich viele Updates gekriegt, seit es erschienen ist. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie Reviews lest, dann sind die Reviews wahrscheinlich veraltet, wenn die zum Launch des Spiels rauskamen. Mhm. So ein Phänomen, was bei Nintendo jetzt momentan gar nicht so selten ist. Ich habe mir nämlich tatsächlich noch ein Spiel bestellt, das gab es nämlich auch gerade günstig, und das heißt Kirby Star Allies. Ist auch ein Switch-Spiel. Okay. Und ich bin eigentlich nicht so ein Kirby-Fan, habe aber neulich einen Artikel gelesen, warum das Spiel inzwischen so viel besser ist als beim Launch. Bei Kotaku natürlich, die beste Videospielseite nach dem NMAC, die es gibt. Und da hat halt Steven Sotillo, der Chefredakteur, der hat halt so einen Artikel darüber geschrieben, was sie alles geändert haben. Bei Star Allies ist es nämlich so, dass du halt Kirby spielen kannst und über die verschiedenen DLCs sind im Laufe von einem halben Jahr ungefähr noch verschiedene andere Charaktere dazugekommen, die du auch spielen kannst in dem sehr drögen Standard-Story-Modus. Und du musst sie aber alle nicht spielen. Und dann haben sie sich aber im letzten November oder so, haben sie sich überlegt, nee, pass auf, wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr Story. Und dafür bauen wir einen Modus, der erfordert, dass du zwischen den Charakteren wechselst, um die Rätsel zu lösen oder die Level zu schaffen. Ja. Das heißt, da bist du halt gezwungen, mit den anderen Charakteren zu spielen und deren Fähigkeiten zu begreifen und zu nutzen. Und das macht wohl dieses Spiel erheblich besser, als es zum Launch war. Und das ist so ein, wie gesagt, das ist halt so ein Phänomen, was momentan ganz viele Nintendo-Spiele haben, dass sie einfach über die Zeit besser wurden. Das kennst du halt erst, seit es irgendwie Updates gibt. Früher gab es halt nicht. Also
Ich bin gespannt, was da sonst so passiert. Apropos Updates, wo wir gerade von Updates sprachen. Es ist neulich ein Update bekannt geworden zu Nintendo Labo VR. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das letzte Mal, als wir darüber sprachen, habe ich gesagt, ja, das ist vielleicht ganz nett und vielleicht kaufe ich mir das irgendwann. Genau, es wäre ein Virtual Reality Adapter für die Switch. Mhm. Und jetzt haben sie aber was bekannt gegeben, wo ich jetzt sage, das kaufe ich mir auf jeden Fall instantan. Weil nämlich Mario Odyssey und Zelda Breath of the Wild Updates kriegen, dass du das damit benutzen kannst. Bei Mario Odyssey heißt das, du kannst ein paar Minispiele spielen, indem du dir diese Brille vor die Nase hältst und das dann in einer 3D-Sicht von außen siehst. Und bei Breath of the Wild kannst du das komplette Spiel quasi im 3D-Modus über diese Brille sehen. Okay. Und das finde ich so dermaßen faszinierend, dass ich dafür halt die 40 Euro oder 35 oder wie viel das zum Start dann tatsächlich kostet, ausgeben will, um das zu spielen und zu kaufen. Das Spiel kommt erst am 12. und das Update kommt am 26. April. Mhm. Also ihr habt Zeit, bis es dann tatsächlich kommt. Das heißt, ich werde es auch nicht zum Launch kaufen, sondern ich werde gucken, wo ich es halt für möglichst viel weniger als 40 Euro kriege. Das muss ich dann aber auf jeden Fall bei dir auch mal ausprobieren. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Weil da bin ich nämlich echt neugierig, weil diese ganzen VR-Spiele, die da so bei sind, das ist halt wahrscheinlich so ein Ding da. Diese VR-Brille ist auch nicht so wahnsinnig umfangreich, was das Aufbauen angeht. Da bist du wahrscheinlich irgendwie 20 Minuten mit Basteln beschäftigt und dann 3 Minuten mit Spielen. So, weil diese VR-Spiele wahrscheinlich nicht unendlich lange Spaß machen. Aber mit Zelda Breath of the Wild, wo ich jetzt gerade sowieso dabei bin, das nochmal zu spielen, ich dachte, okay, dann warte ich halt auch noch 3 Wochen, bis ich da wieder weiter mitmache und spiele das dann einfach im Bett liegend mit der Brille auf der Nase. Ja. Und sehe die Welt dann in 3D. So. Ja, denn das ist ja der große Haken an diesem Labo VR-Brillenset, dass du das nicht am Kopf befestigen kannst, sondern immer halt. Da kannst du auch ein Gummiband dran nähen oder sowas. Stelle ich mir auch so vor, ja. Das wird, glaube ich, irgendwie lösbar sein. Ja, kaufen werde ich mir das wahrscheinlich nicht wegen meiner Reise, das oder irgendwie kaufen und weglegen, damit ich es dann hinterher spielen kann. Falls man irgendwann dann sieht, vielleicht muss ich dich dann als Remote-Adresse benutzen, wenn man sieht, dass es irgendwie bald nicht mehr verfügbar ist, dass sie es einstellen, dass ich es dann auch schnell einmal kaufe. Ich glaube kaum, dass es bald nicht mehr verfügbar ist. Ich glaube eher, dass Nintendo da jetzt drauf aufspringt und dann noch mehrere Updates für rausbringt. Also bei Mario Kart zum Beispiel, da kam das Update von dem Multiset Motorradteil kam auch irgendwann später. Und auch dieses Fahrzeugset, das Labo Toycon 3, das hat halt auch irgendwie so ein Mario Kart Update irgendwann gekriegt. Also ich glaube, dass da einfach über die Zeit noch mehr passiert. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich auch so ein Spiel wie, was weiß ich, wie Skyrim, was ohnehin in der First-Person-Ansicht daherkommt, dann einfach in 3D sehen kann. Das ist schon eine nette Idee. Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, ich werde es mir angucken bei dir. Es wird sicherlich ganz cool, aber für die Wegen meiner Reise werde ich es nicht kaufen. Wo wir gerade bei der Reise sind, ich habe mir jetzt überlegt, Freunde oder ein Bekannter von mir, ein guter Freund von meinem Bruder, der ist mit dem Segelboot jetzt gerade vor einer Woche oder vor 2 Wochen aufgebrochen. Mhm. Und er will mit einem Kumpel von sich, den ich persönlich noch nicht kenne, um die Welt reisen, um die Welt segeln. Ja. Das Ganze machen die unter dem Namen Sailing Naked. Auf sailingnaked.de und ich glaube, das Interessanteste zurzeit ist nicht deren Webseite, sondern deren Instagram-Account, wo sie halt am aktivsten sind und irgendwelche Fotos posten. Das ist ganz cool. Und da ich ihn halt persönlich kenne, habe ich schon so ein bisschen so Vorabinformationen, wo sie lang segeln wollen. Die kann man sich sicherlich dort auch mal erfragen bei denen. Und man kann sich dann einmieten und kann dann halt irgendwie eine Schlafkoje bei denen auf dem Segelboot buchen. Und das mache ich vielleicht irgendwie. Die haben eine Strecke, die während meiner Weltreise, glaube ich, ganz gut in meine Zeit passt. Die segeln von New York nach Bermuda. Und ich glaube, das wäre ganz cool. Ich habe da mal eine Frage. Ja. Deren Website heißt Sailing Naked. Ja. Sie sind aber nicht immer nackt. Sie sind aber
angezogen. Partiell nackt oder, hä? Nein, ich glaube, Sailing Naked meint eher so nackt gegenüber der Natur, also nicht keine, also sehr umweltfreundlich, keine nur. Okay, verstehe. Ja, so sowas halt, ne? Na gut. Also die sind schon angezogen, vor allen Dingen, weil sie auch die Nordroute machen, also irgendwie über Grönland, Kanada fahren sie über den Atlantik rüber. Mhm. Wo ich eher, wenn ich selber gesegelt wäre, würde ich ja wahrscheinlich eher so Kanaren und dann einmal rüber über die Karibik, zur Karibik machen. Ja. Ich würde ja eher so ins Warme segeln, aber die segeln halt oben rum und dann Ostküste der USA runter. Und haben sie vielleicht auch gewollt und haben sich aber einfach bei kanarische Inseln, haben sie sich so vertippt und haben dann kanadische Inseln geschrieben? Das kann natürlich sein. Nee. Der, den ich da kenne, Niklas, der ist Fotograf, kommt auch aus dem Ort, wo ich auch herkomme, und ist, war jetzt auch, oder ist Fotograf und Schauspieler in Hamburg. Mhm. Und ich kenne ihn halt relativ gut und der ist ganz nett und ganz cool drauf und ich glaube, das wird ganz lustig und dann werde ich vielleicht dort Ende des Jahres mit denen von New York auf die Bar, auf, nach Bermuda segeln, so. Ja, cool. Ja. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden, weil ich muss auch selber, will ja nicht so viel planen für meine Reise. aber so ein, zwei Monate vorher werde ich dann Bescheid sagen, dass ich mitmache oder nicht. Ja. Ja. Wirst du dann auch mit segeln? Ja, also ich habe ja selber auch einen Segelschein. Mhm. Und das sind die Strecke, die ich dann rausgesucht habe, sind irgendwie 750 Seemeilen. Und die werde ich mir natürlich dann auch in mein Logbuch, also ich habe kein Logbuch, aber ich würde mir dann ein Logbuch besorgen, auch reinschreiben, ne? Also ich will da dann schon nicht nur rumsitzen, vor allen Dingen, weil das halt auch eine Strecke ist, die, glaube ich, selber nicht so interessant ist, weil es halt eigentlich nur Wasser ist, ne? Du hast halt zwischen New York und Bermuda, da ist halt nichts, ne? Wie weit ist 750 Seemeilen und wie lange bist du da am Segeln, bis du da durch bist? So eine Woche wahrscheinlich. Okay, ich kenne mich mit nautischen Längen überhaupt nicht aus. Also in der Planung, die ich habe, haben sie 3 Wochen drin stehen, ne? Aber ich glaube, ich habe jetzt noch nicht nachgefragt, aber ich glaube, dass sie dort in diesen 3 Wochen auch ein bisschen Zeit in Bermuda mit eingeplant haben. Okay. Ne? Und also ich nehme mal an, dass du so ein, zwei Wochen da unterwegs bist, je nach Windsituation und je nach Route, die du dann da tatsächlich segelst. Keine Ahnung. Ich will dann da, aber auch wie gesagt, will dann halt irgendwie mitmachen. Ich will, ne, das soll. Ich will nicht nur dumm rumsitzen und mich rumkutschieren lassen. Ja, klar, nein, ich meine. Sonst wird das, glaube ich, auch zu langweilig. Ja, und wenn du so einen Segelschein sowieso hast und weißt, was Sache ist, so, ne, ich meine, es ist wahrscheinlich nichts, was du nicht in einem halben Tag lernen kannst, so. Mhm. Hey, übrigens, wir brauchen deine Hilfe, du packst jetzt bitte hier an und kurbelst hier, so. Ja. Gerade wenn du das unter Anleitung machst, das ist ja alles nicht so schwer. Genau, du musst halt auf den Captain hören, ne? Und wenn der Captain sagt, kurbel hier, dann kurbelst du da, ne? Ja, genau. Und sowas segeln ist auch was anderes als, also ich habe hier auf der Alster meinen Segelschein gemacht, ne? Das ist was anderes. Das starke war, Winde und hohe Wellen und so. Genau, und das ist halt auch ein größeres Boot und du ziehst nicht einfach nur am Tau, sondern du hast vielleicht sogar irgendwie einen Motor, der an dem Tau zieht. Ne? Ich kenne das Boot jetzt nicht ganz genau, was sie da haben. Aber es ist halt größer. Hm? Ja, ja. Das weiß ich schon, dass es das was anderes ist. Aber da kann ich dann halt auch noch was lernen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ja. Ja, ja, coole, ja. Idee auf jeden Fall. Sailing Naked, den Instagram-Account verlinken wir mal, dann kann man sie erstmal angucken. Genau. Ja. Verlinken können wir auch minutenweise Matrix. Wer ist denn da die? Jetzt war Jan ja zu Gast, den kenne ich ja auch, hier aus Hamburg. Ja. Ich finde es mal ganz lustig, wenn da Leute zu Gast sind, die ich persönlich kenne. Du schon, die Hosts sind Leute, die du persönlich kennst. Ja, ja, daran habe ich mich schon gewohnt, ne? euch kenne ich alle super. Aber so Jan und ich finde es mal lustig, wenn da jemand bei ist, den man so kennt. Ja, die Gast nächste Woche, also ab morgen, kennst du vielleicht auch so ein bisschen? Das ist nämlich Michi Voth. Sagt mir nichts.
Mit der hast du zumindest schon mal auf einer Party bei den Hoaxes, bei Alexander und Alexa, hast du mit ihr auf jeden Fall schon mal gesprochen. Das mag sein, ja. Da habe ich mit sehr vielen Leuten gesprochen, an deren Namen ich mich nicht immer 100% erinnern kann. Das tut mir leid. Sie ist Skeptikerin und das erzählt sie aber im Podcast selber. Halt. Ich finde ja diesen Begriff Skeptiker so bekloppt. Weil ja auch diese ganzen Impfgegner, die nennen sie ja auch Skeptiker, ne? Weil die sind ja skeptisch gegenüber dem, was die Schulmedizin macht. Deswegen sind die auch skeptisch. Ich finde diesen Begriff Skeptiker so doof. Ich finde ihn eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht. Ja. Okay, das war zum Meter, ne? Ja, war zum Meter. Ja, okay. Du bist dem Begriff skeptisch gegenüber. Ja. Aber wir sind tatsächlich mit den Aufnahmen ziemlich durch. Also wir haben jetzt gerade heute eine Aufnahme gemacht und dann fehlt uns nur noch eine einzige, um mit den Aufnahmen für den Film selber fertig zu sein. Und haben noch ein paar Animatrix, ne? Wir haben noch ein paar Abspannaufnahmen vor uns. Und Animatrix. Nein. Und die Matrix Comics. Und die Matrix Videospiele. Nein. Nein. So ja nun nicht. Wie viele Folgen hattet ihr von dem vorherigen Projekt? Weißt du das aus dem Kopf? Welches jetzt? Firefly Cast? Ja. Ich glaube so 20. 20, okay. Das ist ja jetzt schon mal eine ganz andere Hausnummer. Das ist eine erheblich andere Hausnummer. Das ist ein erheblich größeres Projekt. Wir wissen auch noch nicht so genau, was wir danach machen. Wir haben verschiedene Ideen. Mhm. Keine Ahnung. Also witzig ist, dass momentan so ganz viele verschiedene minutenweise Matrix, minutenweise Podcasts aus dem Fußboden sprießen. Also es gibt jetzt schon irgendwie Ankündigungen für minutenweise 2001. Mhm. Ich habe die anderen Filme alle vergessen. So ist halt auch nicht mein Bier. Ne? Wenn die das machen wollen gerne. Sie sollen es halt, also wenn ihr Lust habt, so einen Podcast zu machen, macht es sehr gerne. Erwähnt die Movies by Minutes, von denen wir das Konzept geklaut haben. Erwähnt uns, weil wir das Konzept nach Deutschland gebracht haben. Und bringt das Ding zu Ende. Das sind die drei wichtigsten Elemente. Mhm. Und das zu Ende bringen ist, glaube ich, ganz schön anstrengend, ne? Das geht so. Also wenn du dich einmal eingegroovt hast und weißt, okay, ich nehme jetzt halt einfach das Zeug auf und dann schneide ich das und dann veröffentliche ich es so. Du darfst halt einfach nicht nachlassen. Ja. Und da ist es natürlich schon sehr hilfreich, einfach ein Team aus drei Leuten zu sein. Das heißt, ich bin halt auch nicht in jeder Aufnahme dabei. Ich war jetzt die Woche nicht da bei Jan Bauch. Mhm. Und bin jetzt auch kommende Woche bei Michi Voth nicht dabei. Mhm. Was ich natürlich für die Aufnahme auch schade fand, aber so, es ist halt auch nicht ganz unentspannt, nicht dabei gewesen zu sein. So, ich mache den Schnitt natürlich hinterher trotzdem, aber das macht es halt einfacher. Und deswegen empfehle ich halt, sucht euch ein Team von mindestens drei Leuten, um das zu machen und nehmt euch auch mal eine Auszeit zwischendurch. Und wahrscheinlich auch Leute, die sich gegenseitig in den Arsch treten, ne? So ein bisschen. Genau, richtig. Es sollte zumindest einen geben, der richtig, richtig motiviert ist, das Ding durchzuziehen. Und die anderen sollten natürlich keine Luschen sein, die dann irgendwie einfach abbrechen nach drei Tagen. Ja. So, also müsst ihr schon genau überlegen. Es gibt ja so Leute, mit denen kann man sich einfach mal hinsetzen in einem Café in Hamburg und überlegen, komm, wir machen mal so einen Podcast. Und dann sitzt man 8 Jahre später immer noch mit denen und macht denselben Podcast, Holger. Ja. Aber das eignet sich natürlich nicht jeder für. Ja, wir machen das ja auch schon ganz schön lange. Wir machen das schon ganz schön lange. Am 19. April sind es tatsächlich 8 Jahre. Ja. Ach ja. Und bald ist es zu Ende. Bald ist es zu Ende. Aber es geht ja weiter mit was anderem. Richtig. Es ist ja nicht so, als ob wir nicht Spaß hätten, miteinander zu reden. Wir ändern nur den Rahmen. Ganz, ganz genau. Rahmen soll total anstrengend zu kochen sein übrigens. Weiß ich nicht, aber es gibt in Hamburg ganz gute Rahmenrestaurants. Ja, sieh an. Meine Freundin ist, sind wir durch Hamburg gelaufen, vom Hauptbahnhof hier runter, Ostweststraße. Und da ist ein Rahmengeschäft und sie hat gedacht, da könnte man was zu essen kaufen. das war ein Fensterrahmen, da stand halt aber nur Rahmen dran. Ja. Das war sehr lustig.
Das ist ein wichtiger kulinarischer Unterschied, woran man dann ist. Ja. Das ist aber auch ein bisschen ein kultureller Unterschied. Ne? Wenn ich halt irgendwo Ramen lese, dann denke ich zuerst mal an Fensterrahmen, bevor ich an die Nudeln denke. Ja. Und sie als Koreanerin denkt halt erst an die Nudeln, bevor sie an irgendwie Bilderrahmen denkt oder so. Ja, richtig. Ja. Genau. Wir werden dieses Projekt ja zum Ende bringen und in eine schöne Hülle verpacken und verkaufen für teuer Geld. Und genau. dann starten wir einen Reisepodcast, weil ich dann ja ein Jahr auf Reisen bin. Reisepodcasts gibt es ja auch schon. Da war ich auch schon mal zu Gast bei El Abroad, dem Reisepodcast. Interessanterweise ist nächste Woche am Montag kommt die Folge raus, soweit ich informiert bin. Gunnar zu Gast, mein Bruder. Aha. Und wird über Sansibar berichten. Sansibar ist eine Insel oder ich weiß es gar nicht genau. Also genau. Ich weiß, dass es eine Klamottenmarke gibt. Die so. Sansibar ist an der afrikanischen Ostküste. Sansibar kennt man ja höchstens irgendwie so aus irgendwelchen alten Schlagerliedern. Und ich finde, es ist ein seltsamer Urlaubsort. Also nicht, dass ich in, es ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich finde es seltsam, dort Urlaub zu machen. Ich finde, es ist cool, nach Sansibar zu fahren, zum Urlaub machen, ne? Aber ich würde selber nie auf die Idee kommen. Also wie kommt man auf die Idee? Och, ich fahre mal nach Sansibar, ne? So, alle Leute fahren nach Mallorca, aber niemand fährt nach Sansibar. Warum eigentlich nicht? Ja, das ist die Frage, warum eigentlich nicht? Und ich finde es ganz cool, dass mein Bruder das gemacht hat. Und ich bin da halt auch sehr auf die Folge gespannt, was er da erzählt. Genau. Kann man sich bei LeBroad anhören. Was sowieso so ein ganz netter Reisepodcast ist. Also wer so ein bisschen auf Reisen steht, kann es gut hören. Und wer mal Reisen ist, der kann sich da melden und kann was drüber erzählen. Du hast es auch schon gemacht? Genau, ich habe über Mexiko ein bisschen berichtet dort mal. Genau. Und der Bastian war auch schon da, glaube ich. Genau, über Basti bin ich auf diesem Podcast aufmerksam geworden. Basti hat da über die amerikanische Ostküste berichtet, soweit ich weiß. Und hat das halt natürlich dann auch bei Twitter promotet. Und dadurch habe ich halt diesen Podcast kennengelernt. Und fand ihn ganz nett. Und dann kann man halt oben bei denen auf Mitmachen klicken, füllst ein Formular aus, worüber du halt reden möchtest. Und dann schreiben sich immer mal an und sagen, hey, hier, Arne, hast nicht mal Lust, über Lanzarote zu erzählen? Barmbek, genau. Ich mache Urlaub in Barmbek. So viel reise ich ja nicht wirklich. Also ich reise zwar schon relativ viel, so zweimal im Jahr, aber das sind halt keine spannenden Orte. So Sansibar ist da erheblich spannender, weil ich wusste nicht mal, dass das eine Insel ist. Ja. Es muss ja auch nicht unbedingt was Außergewöhnliches sein. Also ich meine irgendwie schottische Highlands, Schottland. Ist außergewöhnlich genug. Mallorca ist jetzt nicht so spektakulär und Ibiza und Fuerteventura und wo ich so hinfliege. Ja. Oder so eine Deutschland-Autotour mit meinen Kindern, das interessiert halt auch keinen Schwein. Ja, ich glaube, so eine Deutschland-Autotour interessiert eine ganze Menge Leute. Ich glaube, das ist ganz cool. Also ich kenne von Deutschland relativ wenig. Und das ist eigentlich echt traurig. Also eigentlich müsste man viel häufiger mal durch Deutschland fahren und sich, keine Ahnung, den Ruhrpott angucken oder da, genau, Jena. Da bin ich übrigens hin, ja. Oder also, so, ne? Also das Ruhrpott ist ja auch, steht bei uns auf dem Programm. Das ist kulturell ist zwischen Hamburg und dem Ruhrpott, glaube ich, ein größeres Gefälle als zwischen Hamburg und keine Ahnung, LA. Das ist, glaube ich, ganz interessant, sich das mal anzugucken. Oder? Das Problem ist aber so ein bisschen auch, dass das einfach sauteuer ist, in Deutschland Urlaub zu machen, weil Deutschland natürlich deutsche Preise hat. Mhm. Ja. Ja, aber auf so ein Airbnb, das kann man sich auch in Deutschland, glaube ich, relativ günstig klicken, oder? Obwohl sie halt so einen Wohnwagen und fährst mit dem Wohnwagen durch die Gegend. Ja. Ich würde mir ja gerne so einen Camper kaufen. So einen ID-Bus, diesen Elektro-Camper, den VW irgendwie, glaube ich, nächstes oder übernächstes Jahr oder so auf den Markt bringen will. Mhm. Da hätte ich auch Bock zu. Und schön damit durch die Gegend fahren. Schön irgendwie an den Strand, an der Nordsee. Ach, ja. Ach. Hast du schon wieder Fernweh? Ich habe schon wieder Fernweh, ja. Das ist immer Fernweh, oder? Immer Fernweh, ja, tatsächlich.
Ich habe jetzt meinen ersten Flug gebucht nach Chile und ich habe mir ein Airbnb gebucht in Chile oder ein Hostel über Airbnb. Mhm. Ja. Und das wird, glaube ich, ganz cool. Sehr gut. Wie gesagt, ich bin jetzt auch gerade dabei, meinen Urlaub zu planen, die Deutschlandreise, die ansteht. Wo willst du denn da so, also Rupert haben wir gerade schon gesagt. Also unser Aufhänger ist halt, wir haben eine Hochzeit in Frankfurt, wo wir hinwollen. So, und wenn wir in Frankfurt sind, dann sind wir schon mal irgendwie zwei Drittel durch Deutschland durchgefahren. Dann können wir gleich auch weiterfahren. Frankfurt ist ja relativ groß, habe ich mir sagen lassen. Das ist ja so groß, dass man das ja einteilt in Frankfurt an der Oder und Frankfurt am Main. In welchen? Genau, das erstreckt sich über die komplette Fläche bis dahin. In welchen Stadtteil fahrt ihr denn? Oder Main? Main, Frankfurt, okay. Main. Das mit dem großen Eurozeichen auf dem Marktplatz. Mhm. Und das kenne ich tatsächlich auch schon, weil mein Bruder da wohnt und ein Freund von uns wohnt da eben auch und der heiratet halt, aber er heiratet gar nicht in Frankfurt, sondern in Aschaffenburg oder so. Aschaffen? Was halt so, ich weiß nicht, irgendwie 40 Kilometer südöstlich von Frankfurt ist. Und ich nutze ja so Deutschland-Touren immer ganz gerne, um Leute zu besuchen. Und da versuche ich mich gerade krampfhaft zu erinnern, wo eigentlich die Leute wohnen, die ich so im Internet alle kenne, um möglicherweise die zu treffen auf dem Weg. Die Faye wohnt da irgendwo in der Nähe, ne? Stimmt, Faye wohnt da irgendwo, aber mit der habe ich auch schon lange keinen Kontakt mehr gehabt. Okay. Ich muss einfach mal gucken, ob irgendjemand Lust hat, auch mich zu treffen, weil das muss ja auf Gegenseitigkeit basieren. Ja. Kannst du so ein bisschen die Städte zeigen lassen? Genau. Und wollt ihr noch südlicher fahren als Ja, wir haben jetzt diese Merlin-Jahreskarte und wollen deswegen alles mitnehmen, was man da so kostenlos mitkriegt. Also die Merlin-Jahreskarte. Was ist denn eine Merlin-Jahreskarte? Merlin ist so ein Schuppen, der verschiedene Veranstaltungsorte unter der Fuchtel hat. Zum Beispiel die Dungeons, also Hamburg Dungeon, London Dungeon und Amsterdam Dungeon und wie sie alle heißen. Und die Madame Tussauds Häuser. Und die Sea Lives, die es so gibt. Und Legoland ist da auch bei. Und davon wollen wir halt möglichst viel mitnehmen. Und die sind halt in ganz Deutschland verteilt. Das heißt, das sind im Grunde so unsere Anlaufstellen. Also das Legoland, was irgendwo bei Augsburg oder so ist, da wollen wir auf jeden Fall auch noch hin. Ich dachte, das ist in Dänemark. Die gibt's. Ja, es gibt halt auch diesen deutschen Ableger davon. Das heißt dann irgendwie Klötzchenland oder so. Ich weiß es nicht. Und das ist halt unser Aufhänger, weil wir haben halt diese Merlin-Karte für ein Jahr irgendwie gekauft für uns Familie und müssen das jetzt halt auch nutzen, damit es sich lohnt. Attraktionsübersicht, gibt es eine Karte? Nee. Also der Heidepark zum Beispiel ist halt auch dabei. So, und das ist natürlich ganz cool. Da könnte man einen Ausflug hinmachen. Klingt ganz gut, ja. Angela hatte die Idee, am Karfreitag hinzufahren. Sea Life München gibt es. Also müsst ihr auch nach München. Naja, wir wissen noch nicht, ob wir tatsächlich Günzburg, so weit nach südlich fahren. Legoland, das Legoland ist ja ganz in der Nähe in Günzburg. Das ist nicht so weit weg von München laut der Karte. Ja, aber München, ja, weiß nicht. Da kenne ich jetzt nicht so viele Leute. Ich kenne halt Basti, aber der ist gerade nicht da. Königswinter. Oberhausen. Hannover. Genau, Oberhausen wollen wir auf jeden Fall auch hin. Ja, das ist ja alles eine Ecke da unten. Frankfurt, ja, genau. Oberhausen, Köln, alles eine Stadt. Das finde ich auch so komisch am Ruhrpott, oder? Dass alles eine Stadt ist. Ruhrpott ist so wahrscheinlich wie Frankfurt. Genau, und Ruhrpott ist ja wahrscheinlich auch schon wieder das falsche Wort. Ne? Wenn du irgendwie sagst, Köln, Dortmund, Düsseldorf, ist das Ruhrpott? Oder ist das noch was anderes? Weiß nicht. Rhein-Main-Gebiet, Duisburg, da halt die Ecke da. Oberhausen, vielleicht nach Hamm oder so. Da gibt es ja ganz viele Orte. Alles dasselbe. Dann müsst ihr einen Taxiteller essen. Was ist denn Taxiteller? Currywurst, Pommes, Schranke. Ah. Glaube ich, heißt es Taxiteller. Ich kenne mich damit auch nicht so aus im Robot, weiß ich nicht. Fahrt ihr, wollt ihr auch nach Berlin? Nee, da eben nicht hin. Wir fahren also quasi von Hamburg straight runter nach Frankfurt, dann eben den Schlenker zum Legoland und dann Richtung Westen in den Ruhrpott. Oder wie man es nennt, wenn man da wohnt. Okay. Das ist so der grobe Plan, aber die ganzen Feinheiten stehen halt alle noch nicht fest. Also ich habe halt auch Verwandte in Duisburg und die wollen wir wahrscheinlich besuchen. Und ich glaub, die können uns dann auch noch was zeigen und so. Ich glaube, ich habe Verwandte in Essen. Aber habe ich nicht, hätte ich gerne.
dann wäre ich Millionär vielleicht. Wieso wärst du dann Millionär? Weil ThyssenKrupp in Essen ist. Ah, verstehe. Mit der Villa Hügel. Okay. Ja, auf jeden Fall hört sich eine sehr, sehr coole Reise an. Ja, und unsere letzte Deutschlandtour ist halt schon echt lange, lange her. Das letzte Mal waren wir mit dem Motorrad unterwegs, hatten noch keine Kinder. Und es war 2008, wenn ich mich nicht irre. Nee, stimmt nicht. Wir sind auch einmal mit Kind unterwegs gewesen. Das war im Motorrad. Also 2014 oder so gewesen sein. 2013. Aber ich find das halt auch nett. Einfach so Roadtrips finde ich halt cool. So, das macht irgendwie Spaß. Habe ich dir von meinem, das ist auch eine witzige Story. Ich hab neulich mein Auto repariert, nachdem ich mein Auto mutwillig zerstört habe. Du hast ein Auto, wieso das denn? Dusseligkeit. Ich habe so einen Zigarettenentzünder in meinem Auto und der ist unten hinter dem Schaltknebel-Hebel-Knüppel. Okay. Und da habe ich eine Nagelfeile reingeschmissen, als der Wagen gerade Zündung anhatte. Und dann hat es ein Bam gegeben und dann war plötzlich das Radio aus und der Zigarettenentzünder funktionierte nicht mehr. Ist wahrscheinlich die Sicherung rausgeflogen, oder? Genau, das habe ich dann auch gemerkt so. Und dann habe ich halt die Ersatzsicherung genommen, habe die da reingetan und es war sofort wieder draußen. Da habe ich gedacht, okay, das ist doof, weil jetzt ist bestimmt irgendwas richtig kaputt. Und dann habe ich das erstmal 6 Wochen lang ruhen lassen, so ein bisschen simmern und so. Und habe mir dann neue Sicherungen bestellt und habe wahnsinnig viele YouTube-Videos angeguckt, wie man so ein Auto denn auseinandernimmt. So ein Dacia Sandero ist jetzt auch nicht so schwer auseinanderzunehmen. Und dann habe ich halt die 3 Schrauben gelöst, die man lösen muss, um das Plastikgedöns um den Schalthebel drumherum loszukriegen. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich den Zigarettenanzünder da ausgebaut, habe den Stecker abgemacht, habe dann die Sicherung gewechselt, habe gesehen, okay, von dem Zigarettenanzünderkabel geht ein Kabel ab zum Radio, was dann erklärt hat, warum das Radio auch ausging, weil das eigentlich nämlich eine eigene Sicherung haben sollte. Mhm. Und dann habe ich die Sicherung gewechselt und plötzlich ging es wieder. Und dann habe ich den Zigarettenanzünder wieder dran gesteckt und es ging auch immer noch. Und jetzt habe ich alles wieder zusammengebaut und jetzt geht es wieder. Ich habe keine Ahnung, ob die Ersatzsicherung, die ich hatte, einfach per se von vornherein kaputt war. Sie sah nicht so aus. Oder ob da irgendein Kurzschluss war, den ich durch das Ausbauen behoben habe. Jedenfalls bin ich sehr froh, dass ich das alles selber machen konnte. Und durch dieses YouTube-Video gucken habe ich von Autos so die komplette Ehrfurcht vor dem Innenleben habe ich verloren. Also ne, ich glaube inzwischen, ich könnte alles ein- und ausbauen, was es geht, weil das alles einfach zu machen ist. Ne? Wenn ich da irgendwie eine Mittellehne in mein Auto reinbauen wollen würde, würde ich mir halt für 50 Euro eine bei Amazon bestellen und die einbauen. So. Mhm. Und das ist alles nicht das Problem. Auch die ganze Elektronik, ne, dann bastelst du da eine zusätzliche Sicherung rein und dann hast du plötzlich einen USB-Ladestecker hinten zwischen den Sitzen. So. Ja. Das ist alles kein Problem letztlich. Ja, ich habe das damals, als ich noch ein Auto hatte, ich hatte damals einen Opel Astra und da habe ich auch irgendwie Autoradio ausgebaut und dann gab's von, weiß ich gar nicht mehr, von irgendeiner Firma gab's so ein Steuergerät mit so einem extra Display für ein iPod damals noch. So ein Ding habe ich mir da eingebaut und da habe ich das auch alles auseinandergenommen und schön die Verkabelung so schön versteckt eingebaut. Ja. Und da habe ich das auch, das ist halt, also gerade bei so einfachen oder älteren Autos, wie jetzt dem, ich hatte den 94er Opel Astra, ne? Das ist halt kein Rocket Science. Das ist halt alles super einfach gewesen. Richtig. Und das Komplizierteste ist, darauf zu achten, wo du welche Schraube rausgeholt hast, damit du die richtige Schraube an den richtigen Ort wieder einbaust, ne? Ja. Damit die nicht auf einmal, da wo eine kurze rein muss, auf einmal nur noch eine lange übrig hast oder sowas. Das ist so das Allerkomplizierteste. Was ich auch kompliziert fand, war die schiere Anzahl an Sicherungen, die in so einem Auto drin ist. Ich habe halt gedacht, okay, es gibt halt eine Sicherung so und wenn die kaputt ist, dann ist die kaputt, dann tauschst du die aus. Aber nein, es gibt irgendwie 5 fette Hauptsicherungen, die sind wahrscheinlich für Zündungen und für, der hat nicht mal eine Kofferraumbeleuchtung so. Ich bin froh, dass der irgendwie eine elektrische Scheibenwischer hinten hat. So eine Kofferraumbeleuchtung kannst du auch einbauen. Ja, natürlich, klar. Ja, hätte ich halt einfach, ne, kannst du einfach machen. Machst einen kleinen Schalter, der, wenn er aufgeht, das Licht anmacht. Ja, genau. Würde ich wahrscheinlich nicht mal verkabeln, sondern ich würde wahrscheinlich einfach irgendwie batteriebetriebene LED-Geschichten einbasteln, wenn ich da Genau, mit so einem Helligkeitssensor. Sobald ein bisschen hell ist, macht er noch heller.
Sobald er irgendwie so ein bisschen Licht von außen, von der Straßenlampe oder sowas, was sieht, ne? Ja, genau. Ganz sensitiv eingestellt. Ja. Ja. Naja. Ja, ja, nee. Dann würde ich mir, glaube ich, nur so ein, entweder also ein Elektroauto kaufen oder so ein VW-Bus, hätte ich auch Bock drauf. So Surfermobil. Surfbrett obendrauf, Rennrad hinten rein und dann schön irgendwie an den Strand fahren. Klingt auch gut. Tauchflaschen rein und gut ist. Kompressor für die Tauchluft. Ach ja, so ein Tauchmobil, ja, genau. Tauchsurf und Rennradmobil. Arne. Holger. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke gleichfalls, wünsche ich dir auch. Und wir hören uns dann nächste Woche irgendwann wieder. Genau. Zum letzten Mal. Zum letzten Mal vielleicht. Wir werden es euch nächste Woche sagen. Wer uns Audiokommentare schicken möchte und Grüße, kann das gerne machen. Genau, schickt uns, also wenn ihr uns grüßen wollt oder so, oder euch vielleicht freut, dass wir aufhören. Wenn ihr eure Großmutter grüßen wollt, könnt ihr das auch machen. Schickt uns einfach, wir spielen das alles ab. Wir spielen alles ab, was wir kriegen. Vielleicht lieber nicht. Vielleicht nicht in voller Länge. Ja, vielleicht spielen wir nur eine Sekunde ab, wenn das ganz schrecklich ist. Ja. Okay, Anne, ich hatte zu viel Wein. Schönen Abend noch. Wünsche ich dir auch. Bis denn. Ciao. Hey, tschüss. Ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.